Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ihr seid bei Sonja von Kreativ mit Sonja. Ich bin unabhängige Demonstratorin für Stampin'Up-Produkte und möchte euch daher zeigen, was wir mit diesen Produkten alles Schönes basteln können. Heute habe ich eine Origami-Pyramidenbox für euch. Das ist die Grundform. Aber die machen wir noch ein bisschen schicker und ich zeige euch auch noch eine Variante, wie ihr den Innenraum davon ein bisschen vergrößern könnt. Dazu drehe ich euch jetzt einfach mal um und dann geht's los. So, mal gucken, dass alles richtig im Bild ist. Ja, so sollte das funktionieren. Also, das ist die Box. Ich hatte eigentlich schon ein Video dazu vorbereitet, aber das habe ich dann noch nicht hochgeladen, weil es mir eigentlich noch nicht so richtig gefallen hat. So sieht diese Box eigentlich aus. Ihr könnt dann hier in der Mitte was reintun, aber ihr seht selbst schon, wenn man so kleine Sachen hat, wie zum Beispiel so ein Ring, der passt gut rein, oder eine Kette. Oder von mir aus auch so ein kleines Konfektteilchen mit so einer Nuss drin. Das passt auch gut. Aber bei den kleinen Konfektteilchen mit der Kirsche drin wird es schon eng. Und darum habe ich mir noch eine Variante ausgedacht, die ich euch nachher noch zeigen möchte. Aber jetzt erstmal zu dieser Box an sich. Die ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen ein quadratisches Papier. Ich habe hier genommen, ihr merkt es schon, ich bin im Moment total auf dieses Papier eingestellt. Das ist das Designpapier raffiniert marmoriert. Ich finde das so schön. Ich glaube, ich kann hier Tag und Nacht mitarbeiten. Ja, wer das jetzt nicht hat, ihr könnt natürlich jedes andere Designpapier auch nehmen. Ihr könnt auch so ein großes 12 Zoll Papier vierteln oder ihr könnt auch die Maße verändern. Das hat jetzt hier die Maße 5, also 6x6 Zoll. Das sind 15,2, glaube ich. Ja, 15,2 x 15,2. Wichtig ist, dass ihr ein quadratisches Papier habt. So, und jetzt geht los. Die Seite, die nach außen sein soll, die legt ihr nach unten. Und dann wird erstmal ein Dreieck gefaltet. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass die Spitzen wirklich schön ausgefaltet sind, weil die ja nachher hier so außen sind und man sieht die einfach. So. Das machen wir auf der einen Seite. Dann machen wir das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Gucken wir erstmal hier schön, was die Spitze macht. Wenn die noch nicht so richtig schick ist, es hilft manchmal auch, wenn man hier den Papierfalter so ein bisschen reinzieht. Genau. Das macht die Sache so ein bisschen einfacher. So, und dann haben wir ja hier dieses, naja, Kreuz drauf, ne? Und jetzt müssen wir, jetzt legen wir an dieser senkrechten, und zwar diese Papierkante. Die muss jetzt hier angelegt werden. Da müsst ihr einfach mal sehen. Ist sicherlich ein Unterschied, ob ihr Rechtshänder oder Linkshänder seid. Und selbst dabei ist es immer noch unterschiedlich, ob ihr das Papier jetzt lieber so rumlegt. Und ich mache mal schnell den Falz hier rein, weil es gerade so schön liegt. Ja, oder ob ihr das Papier lieber so rumlegt. Also, das müsst ihr dann mal ausprobieren. Wichtig ist, wie gesagt, dass die Falze ordentlich, also die Ecken ordentlich gefalzt werden. Also wirklich mit den Zipfeln anfangen. Und das Papier dann so ein bisschen danach anlegen. So, jetzt haben wir praktisch so einen Drachen. Und jetzt müssen wir noch
die Spitze nach oben falzen. So, auch schön kräftig nachziehen. So, und das machen wir jetzt an allen vier Seiten. Also hier nochmal wieder. Ja, ich muss wirklich sagen, dieses Papier, da bin ich ein totaler Fan von. Und ich finde eigentlich schade, dass es das nicht in der SHB gibt. Weil das ist... Ach, das war ja Unsinn, was ich gerade gesagt habe. Das Papier, das gibt es nämlich in der SHB. Ah, ich war jetzt mit meinen Gedanken gerade nicht ganz bei der Sache. Das ist also so ein schönes SAB-Papier, was ihr tatsächlich ab einem Bestellwert von 60 Euro erhalten könnt. Ja, jetzt wollte ich es euch gerade noch mal zeigen, aber wie das immer so ist. Ich habe den Katalog jetzt irgendwo untergemüllt. So, wir knicken inzwischen mal hier wieder die Spitze hoch. Ach, da ist er. Ich zeige euch das nachher gleich nochmal. Ich lege mir den Katalog nochmal hin. So, das war die zweite Seite. Dann nehmen wir uns die dritte Spitze vor. Ich habe auch noch nicht so richtig rausgekriegt, wie ich das am besten falzen kann. Also, wie ich das am besten lege, ob ich das lieber so oder anders mache. Da fummel ich eigentlich jedes Mal wieder so ein bisschen rum, aber ich glaube, für mich ist diese Variante hier tatsächlich die beste. Aber wie gesagt, da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Da ist ja jeder so ein bisschen anders gestrickt. Jo, dann hochlegen. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Seite. Ne? Wo ist jetzt hier der Knick? Das haben wir schon. Ja, hier. An der Seite haben wir es noch nicht. Entschuldigung. So, dann wieder schön die Spitze. Und danach das Papier dann an der Falzlinie ausrichten. Und falzen. Hier machen wir das für eine. So geht das nicht. Dann machen wir das hier auch nochmal. Schups. Und dann noch hochziehen. So, jetzt sollten wir das hoch an allen vier Seiten haben. Sind alle gleichmäßig aus, ja. Und jetzt sind eigentlich diese Falzkanten, die wir durch die Dreiecke entstanden sind, die sind jetzt wichtig, weil wir das an den Stellen nach innen drücken. Also hier und da. Na, wo ist es denn jetzt da? Können wir das vielleicht auch, oder könnt ihr das vielleicht auch nochmal ein bisschen nachdrücken, damit sich das nach innen drückt. So, und dann seht ihr schon. Na, der will hier nicht. Dann muss ich mal die Außenkanten nochmal so ein bisschen nachziehen. Ja, wie das so ist, im der Vorführeffekt, da haben wir es. So. So drückt sich das nach innen und dann haben wir das eigentlich so zum Schließen. Das heißt, die Grundform haben wir schon fertig. Aber wie gesagt, jetzt ist das hier innen doch ziemlich eng. Und da habe ich mir überlegt, dass wir an dieser Kante hier, also praktisch an dieser Kante, so... wie nennt man jetzt, so Klebelaschen schneiden können.
Und zwar nehmen wir uns da, müssen wir mal gucken, so bei 3 cm. Ich gucke jetzt gerade mal. 3 cm. 2 cm. Ja, 2 cm reicht, würde ich mal meinen. Machen wir uns mal so einen Punkt. Das machen wir uns jetzt hier an der Stelle dann auch. Und das wiederholen wir jetzt hier so an allen Seiten, die von den Ecken abgehen. Immer so 2 cm. Hier auch noch. Ja, und hier dann natürlich auch noch. Das muss jetzt nicht so hundertprozentig genau sein, nur so ungefähr. So, und dann nehmen wir uns an der Mittellinie und machen uns da bei, ich sag mal, 1 cm hoch mal eine Markierung. Da auch. Also praktisch hier von diesem Knickpunkt an, ne? Da und da. Und dann verbinden wir diese Punkte miteinander. So. So. Hier noch. Andere Seite auch. Und jetzt haben wir hier noch die Seite. Und dann fehlt uns nur noch, weil ich das vorhin so komisch angefangen habe, hier diese Verbindung. So, und die schneiden wir jetzt an der Stelle ab. Und dann noch die letzten beiden Seiten. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich das Video schon längst hochgestellt haben. Ich habe das schon in der letzten Woche am Montag gedreht. Aber ich war noch nicht so ganz zufrieden damit. Und ich glaube, die Variante, die ich jetzt habe, ist doch die bessere. So, wenn wir das jetzt nämlich zumachen, dann haben wir immer noch den Schutz hier an der Seite, an den Zwischen, also an den Klappkanten, dass es schön aneinander liegt. Wir haben den Schutz, dass es hier nicht unser, was wir da auch immer reinmachen, unser kleines Goodie, dass es rausrutscht. Das wird also immer noch durch die Ecken gehalten, aber es ist eben ganz was anderes als so. Ne, ihr müsst einfach mal sehen, das kommt ja auch drauf an, was ihr da reinpacken möchtet. Wenn ihr was Kleines habt, ist das natürlich so besser. Das hat dann durch diese Ecken mehr Halt. Wenn ihr was Größeres habt, dann macht es so. Jetzt brauchen wir noch Löcher, durch die wir nachher das Band ziehen. Das heißt, wir nehmen uns dann eine Lochzange. Und nun könnt ihr entweder das von außen stanzen, könnt es auch gut von innen stanzen. Ja, macht es einfach, wie ihr wollt. Ich glaube, ich mag das lieber von außen. Mit dem kleineren Loch, genau. So, mal gucken.
Genau, Nummer 1. Das wäre jetzt nicht in der Mitte gewesen. Nummer 2. Ist natürlich ein bisschen schlecht zu sehen, weil da so der Schatten reinfällt. Wenn wir das jetzt andersrum machen, mal gucken, ob das besser geht. Ach, nö, geht auch nicht besser, weil sich diese Kanten nach innen biegen. Also machen wir das dann doch weiter so. Muss ja auch nicht ganz genau in der Mitte sein. Nur so ungefähr. So, hoch. Da ist es schon. So, dann haben wir die Löcher auch. Ja, dann nehmen wir uns ein Band. So etwa, was habe ich jetzt geschnitten? Ich glaube 30 cm habe ich genommen. Das fädeln wir jetzt durch, und zwar zuerst fangen wir an von außen nach innen. Dann von innen nach außen. Mal sehen, dass er das ein bisschen zuspitzt. Hier hängt der Fussel noch dran. Muss ich mal noch abschneiden vom Stanzen. Das hat nicht richtig gestanzt. So. Also, jetzt wird es von innen nach außen. Dann wieder von außen nach innen. Und zum Schluss wieder von innen nach außen. So, seht ihr? Und dann haben wir das schon soweit fertig. Wenn wir das Band noch schön ordentlich drehen. Das hat sich jetzt hier beim Durchfädeln so ein bisschen verheddert. Ja, dann haben wir das hier an der einen Seite schön überliegen. An der anderen können wir dann unser Schleifchen binden. Ah ja, Schleifen. Kleine Schleifen und vor der Kamera ist nicht so meins, aber gut. Das geht schon so. So ein bisschen falsch rum. So, na, ist ja fast perfekt. Das ist also die Box. Ja, dann können wir die natürlich noch ein bisschen verschönern. Ich habe mir dazu mal genommen, wir haben hier so ein schönes Set dafür, Daffodil Daydream. Und das sind so schöne Osterglocken. Und dazu gibt es auch Stanzformen, die sich da nennen Osterglocke. Ihr seht, das sind also ganz viele Teile, verschiedene Blüten und Stiele und dann natürlich hier für die zu stempelnden Osterglocken auch die Umrandungen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich einmal stanzen werde die Grundfläche der Osterglocke, des Blattes. Dann gehören da drauf so diese kleinen Teilchen. Und das gleiche haben wir dann nochmal für die Blüte. Die können wir dann hier so auch schön draufsetzen. Na? Oder wir haben auch hier nochmal so ein anderes Blatt. Da gehören die Teile dann hier so rein. Das heißt, wir können dann schön zweifarbig arbeiten. Wie gesagt, ich habe mir jetzt erstmal die hier genommen und habe mir die Grundflächen in Osterglocke gestanzt. Die beiden Teilchen hier, die hier drauf kommen, die habe ich in Papaya, in Safran. Und hier für die Glocke nehme ich dann Papaya. So, nun müssten wir noch mal gucken, wenn wir das hier aufkleben, müsste mal ein bisschen schauen, wie rum das richtig ist. Hier guckt es so ein bisschen über. Also ich würde mal meinen, das ist hier so richtig. Wir können ja hier nochmal drehen. Nee, das ist so. So gehört das.
Dann klebe ich das auch gleich mal auf, damit ich es nicht wieder verdattle. So. Ihr könntet natürlich auch gut auf Klebeblättern stanzen. Aber da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, das habe ich noch nicht probiert. Kann ich euch noch nicht so genau erzählen oder zeigen, wie das geht. Aber ich habe mir jetzt diese Blätter schon mal gekauft und werde demnächst dann damit auch arbeiten. So, das ist unser erstes Blatt. Dann nehmen wir mal das zweite. Na wunderbar, das liegt tatsächlich gleich so, wie es soll. So, dann kommt das hier drauf. So, und das gleiche machen wir dann hier mit dem Blütenkelch. Die setzen wir dann auch auf. So, jetzt haben wir die einzelnen Bestandteile der Osterglocke. Und jetzt setzen wir diese Dreierblüten mal so übereinander. Gucken, wie das so aussieht. Aber das ist wahrscheinlich vollkommen egal. Das kann man machen, wie man gerne möchte. Ich möchte, glaube ich, so. Und dann kommt hier noch die Blüte drauf. Und dann haben wir, also der Blütenkelch drauf. Und dann haben wir eine wunderschöne Osterglocke. So. Was man natürlich noch machen kann, man kann die Blätter noch so ein bisschen biegen. Wie macht man das jetzt so ein bisschen nach außen? Und hier auch. Damit sie ein bisschen in Form kommen. So, dann setzen wir sie übereinander. Und dann biegen wir die in den Blütenkelch mal so vorsichtig ein bisschen an den Seiten rum. Und kleben den auch auf. Jetzt ein bisschen trocknen. Ja, dann haben wir hier eine, mal zumachen, eine wunderschöne Osterglockenblüte. Dazu gibt es hier auch noch bei den Stanzformen so einen Stiel und wir haben hier auch noch so kleine Teilchen, die wir dann hier unten runter machen könnten, so in grün. Aber das möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht. Also wie gesagt, den Stiel haben wir noch. Wir haben auch noch Blätter, sodass wir das schön zusammen machen könnten. Aber das brauchen wir jetzt alles nicht, weil wir ja diese Blüte auf unsere Box machen wollen. Und da ist gar nicht so viel Platz. Dann habe ich mir noch genommen die Stanzformen so hübsch besteht. Und da hier dieses kleinste Teil draus, habe das in Grundweiß gestanzt. Und das wird jetzt nämlich unser kleiner Gruß, der darauf kommt. Ihr wisst ja, ich stanze unheimlich gerne mit dem Stemperatus. Ganz einfach. Damit immer genügend Farbe an meinen Sprüchen ist. Gerade bei den Schriften ist das immer so ein bisschen spannend. So. Und spannen wir uns das ein. Und als Spruch habe ich mir rausgesucht, auch aus einem Set aus der Celebration. Das gibt es ab einem Bestellwert von 120 Euro.
Da nehme ich jetzt mal den Spruch viel Glück oder Hallo Sonnenschein. Das überlege ich mir jetzt gerade mal. Wo haben wir jetzt hier den Hallo Sonnenschein? Ach nee, Hallo Sonnenschein ist... Na doch. Hallo Sonnenschein, das ist eigentlich auch ein schöner Spruch. Wo haben wir ihn jetzt? Da ist er. Der passt auch gut da drauf. Dann können wir den jetzt mal hier schön platzieren. Na. Will nicht so richtig. So. Na, kleines Stückchen höher kann er. So, lassen wir den. Jetzt müsste ich mich bloß noch spontan... Ach, jetzt habe ich doch vergessen, hier die Unterlage ranzumachen. Das ist natürlich nicht so schön. Müssen wir noch machen, weil wir hier die Klarsichtstempel haben. So, das Ganze nochmal auf Anfang. Dann die wieder festmachen. Den Stempel platzieren. Ja, ich hatte nämlich vorher gerade schon ein Video gedreht, wo ich dann allerdings die ablösbaren Stempel hatte. So. Ja. Und jetzt müsste ich mich schnell noch entscheiden, ob ich lieber in Kirschblüte stemple oder in Rot. Aber ich glaube, weil wir ja diese kräftige Farbe haben von der Osterglocke, dass ich dann doch lieber das Rote nehme, damit sich das so ein bisschen abhebt von unserem von unserer Box. Weil das ist hier auch Kirschblüte. Und ja, dann nehmen wir mal lieber Rot. So, dann können wir hier schön Farbe auf den Stempel machen. Das sieht ja auch wunderbar. Ich mache das jetzt nämlich, habt ihr sicherlich schon gemerkt, ich habe sonst immer nach oben gestempelt. Ich mache das jetzt so quer rüber und dann könnt ihr auch immer alles schön sehen. So, dann einmal abdrücken. Und was sehen wir? Wir sehen, dass es wunderbar geworden ist. Dann können wir das alles wieder abmachen hier. So, Hallo Sonnenschein ist dann auch, kann dann wieder weg. Ja, nun haben wir ja eigentlich nichts weiter zu tun, als unseren Spruch da mit drauf zu setzen. Ich überlege jetzt gerade, passt eigentlich noch ein schönes Steinchen ran. Ich habe hier noch die, ich hatte mir die schon mal rausgelegt, für den Fall, dass ich mich dafür entscheide. Ihr seht auch, ich habe hier trotz aller Vorsicht nicht ganz gerade in die Mitte gestempelt. Und wenn man das schon macht, dann muss man wenigstens so tun, als sollte es so sein. Und dann nehmen wir uns jetzt mal hier noch so ein schönes rotes Steinchen oder Grün. Wir können ja ein grünes Steinchen nehmen, nochmal so als Hingucker. So, und nun brauchen wir das ja bloß noch aufsetzen. Müssen wir mal gucken. Ja, werden wir also erstmal den Spruch aufsetzen. Hier können wir also richtig an den Rand ran, auf der anderen Seite nicht so sehr. Mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Genau, hier müssen wir dann so ein bisschen freilassen, damit wir nicht über die Faltkante kommen. So, dann machen wir mal flink diese Schutzfolie wieder ab. Dann können wir das den Spruch hier so schön aufkleben.
Ich könnte glatt noch ein kleines Stückchen tiefer. So. Genau. Und jetzt würde ich allerdings vorschlagen, entweder nehmen wir... aber das müsste eigentlich... Also dickere. Ich habe hier bei diesen dünne, also so flache Dimension Nails genommen. Und jetzt würde ich hier an der Blüte tatsächlich wieder die breiteren nehmen. Also die höheren nehmen, damit sich das auch hier, damit das gut hält. Ne? Hier an der Seite können wir nochmal einen flachen setzen. Welche Seite war das jetzt hier? Ja, genau. Weil wir müssen ja hier über das Schildchen drüber kommen. Ne? Wir brauchen eine Höhe, die über dem, über unserem Etikett ist. Ja, dann machen wir hier an der Seite auch nochmal ein flaches ran. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt passt. Oder vielleicht sind die flachen sogar zu flach und ich muss dann doch lieber die Breite nehmen. Ja, hier bei dem ist das nämlich, bei dem Blatt ist es dann doch besser, wenn wir ein hohes setzen. Da habe ich da so ein kleines rangesetzt. Da setzen wir noch ein zweites oben drauf. Und dann passt es wieder. So, dann setzen wir unsere Blüte rauf. Und dann ist unsere Geschenkbox auch schon fertig. Ich überlege gerade, ich habe jetzt am Wochenende Gäste. Ich glaube, ich werde solche Boxen als Tischschmuck machen. Na, hier können wir das dann noch kürzen. Aber mache ich jetzt nicht, weil das wird ja nochmal aufgemacht. Und danach müssen wir es ja auch wieder ordentlich zukleben können. Jetzt ist mir das hier eigentlich ein bisschen kahl. Aber ich überlege gerade, wenn wir jetzt hier doch ein Stück Stiel ransetzen würden. Mal schnell mal gucken. Wenn jetzt hier so ein Stück Stiel dran wäre. Ja, das wäre gar nicht so verkehrt. Das werde ich gerade mal schnell tun. Ich stanze mir dann mal im Garten rum, so ein kleines Stückchen. Ja. Das hätte ich mir auch eher überlegen können. So. So, haben wir dann noch ein kleines Stückchen und dann können wir das da runtersetzen. Ja, das sieht doch schick aus. Und dann können wir das hier nämlich auch, machen wir das ganz normal mit Flüssigkleber fest. Ja, können wir das nämlich, weil wir das mit Dimensionals geklebt haben, wunderbar hier drunter schieben. Und an der Stelle, wo unsere Box zu Ende ist, kürzen wir es uns einfach nur ein. Ja, also jetzt gefällt mir das wirklich wunderbar. Ich drehe euch mal kurz hoch. Ah ne, ich drehe euch noch nicht hoch. Ich wollte euch das ja nochmal zeigen mit der SAB ganz kurz. Ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht getan. Wir haben also hier ab einem Bestellwert von 60 Euro die Island Vibes. Sind auch sehr schön, die habe ich allerdings noch nicht. Dann haben wir wunderschönes Papier, Designerpapier, passend zu dem Osterglockenset. Das gibt es dann ab 60 Euro. Das ist das Set, das Papier Narzissenzeit. Dann haben wir hier Schmetterlingsfantasie, so ein kleines niedliches Mädchen und Schmetterling mit auch ganz niedlichen Sprüchen drauf.
gibt es ab 60 Euro. Dann haben wir die Spritztour, auch ab 60 Euro. Dann haben wir das Designerpapier Sonnenschein und Regenbogen. Da gibt es also wunderbare Stempel dann im Mini-Katalog dazu. Und hier ist es mein Lieblingspapier, raffiniert, marmoriert. Ach, das ist so schön. Dann die Otter, die habt ihr ja bei mir auch schon gesehen. Die sind, finde ich, auch super. Dann haben wir hübsche Grüße, gibt es ab 120 Euro Bestellwert. Aber einmal ist es dieses wunderschöne Stempelset. Und dazu gibt es dieses ganz tolle Papier. Da seht ihr von mir auch noch eine Karte. Ja, und dann haben wir diese Sprüche, die ich gerade hatte. Für allerlei, ah, nee, die hatte ich gar nicht. Für allerlei Anlässe. Doch, hatte ich. Entschuldigung, für allerlei Anlässe. Ab 120 Euro. Und dann gibt es noch für Gastgeberinnen auch sehr schön die Vintage-Blüten. Da werde ich mal gucken, dass ich demnächst mal noch euch auch was vorstellen kann. Ja, das war ganz kurz die Celebration. Dann drehe ich euch jetzt aber doch mal um. Ja, da sind wir wieder. Das soll es eigentlich für heute gewesen sein. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, dass ich euch so einen kleinen Tipp geben konnte, weil solche Pyramidenboxen, diese Origami-Boxen sind ja nun nicht neu. Ich habe das Rad nicht neu erfunden, aber ich glaube, diese Variante mit der Veränderung des Inhalts drin, also die Veränderung wie nennt man das jetzt, der Faltkanten, das habe ich noch nicht so richtig gesehen. Also ich finde es jedenfalls sehr schön, weil ich da doch so ein kleines, so eine kleine Praline reinpacken wollte und gedacht habe, huch, passt gar nicht so richtig. Jetzt passt sie. Und wie gesagt, je nachdem, was ihr da reinpacken wollt, könnt ihr einfach die Breite dieses Stegs verändern. Ja, also nochmal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Alle Maße, wollte ich gerade sagen, findet ihr auf meinem Blog, aber findet ihr... Da gibt es ja nicht viel zu schreiben zu. Ihr findet den Beitrag sicherlich auf meinem Blog. Aber Maße, da war ja nicht so viel. Und ja, dann wäre schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr ihn liked, wenn ihr den Beitrag vielleicht teilt. Ihr findet mich, ihr wisst es wahrscheinlich inzwischen, auf Instagram und Facebook. Ja, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen Beitrag von mir verpasst. So, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, eure Sonja.